Okay, do you want to start by telling Wollen Sie me a little vielleicht bit damit about starten, yourself, mir ein who wenig you von are, Ihnen zu and erzählen, also what wer Sie your sind und was connection Ihre to the Verbindung zur Ukraine Ukraine ist? Ich bin Ljubov, ich bin Projektmanagerin und ich habe 8 Monate in der Ukraine gelebt. Ich bin am 15. Juni in Kiew angekommen und habe dort dann gelebt und gearbeitet. Und Sie sind jetzt nach Wien gekommen. Ich bin gerade erst in Wien angekommen, etwa 2 Tage her. 2 Tage oder 3. Wie war die Situation in Kiew? Wann haben Sie gemerkt, dass die Lage sich verschlechtert? Die Situation war, am 24. Februar sind wir aufgewacht und meine Freunde meinten, es beginnt gerade was Schlimmes und wir müssen raus. Ich habe dann nach Hause geschrieben, zu meinem Vater. Meine Freunde sind am 24. gegangen und wir sind noch in Kiew geblieben, weil ich mich noch sicher fühlte. Aber die Nacht war sehr gruselig. Wir sind zu Hause geblieben und haben Explosionen um Kiew herum gehört und wir konnten auch die Geräusche von Flugzeugen über uns hören. Also das war sehr beängstigend. Und am nächsten Tag haben wir mit der Evakuierung begonnen. So it was scary and after the next day we started the evacuation. What were those few days like between? Wie waren diese paar Tage zwischen dem Start des Krieges und der Evakuierung? Wie war es in Kiew? In Kiew was very quiet. In Kiew war es ziemlich ruhig. Keine Geräusche, keine Stimmen, sehr ruhig. Wir waren zu Hause. Manchmal, wenn wir mehr als 3 Explosionen hören konnten, also die Geräusche der Explosion oder die Geräusche von mehr als 3 Flugzeugen, sind wir runtergegangen und haben gewartet. We went down there and wait. So you went to the subway stations. Also seid ihr zu den U-Bahn-Stationen gegangen oder die Bunker? We went to the subway station and after railway station near from our home. Ja, danach sind wir zu der U-Bahn-Station gegangen und danach zu den Bahnhöfen. In der Nähe von unserem Zuhause waren 2 Stationen, aber die waren geschlossen. Der Zug konnte sich nicht zwischen den Stationen bewegen, weil dort sehr viele Menschen waren. Also sind wir zu 2 Stationen zu Fuß gegangen und sind dann zum Bahnhof gekommen. Station we went by walk and after we arrived to railway station. Can you describe, because I think it's really. Können Sie vielleicht beschreiben? Ich glaube nämlich, es ist schwer für Menschen, sich vorzustellen, wie das sein muss, sich von Bomben zu verstecken und in der eigenen Stadt Unterschlupf zu finden. Welche Stimmung herrscht da? Wie geht es den Menschen? Mood is terrifying and mood is terrible because everything. Die Stimmung ist beängstigend und die Stimmung ist schrecklich. Alles ist ruhig. Alles. Du hörst keine Geräusche wie Vögel und nachdem du die Explosion hörst, du siehst sie nicht, aber du hörst sie, danach hörst du das Vibrieren vom Gebäude und das Vibrieren in der Luft und das Vibrieren vom Glas in den Fenstern. Und das ist wirklich sehr beängstigend. So, how did you? Und wie haben Sie es geschafft, da rauszukommen? Oh, I managed. It was. Also, es war einfach und auch nicht so einfach, weil in der ersten Nacht waren mein Bruder und seine Freundin am Schlafen und ich habe die Fahrzeiten der Züge am Bahnhof alle 10 Minuten überprüft. Ich habe versucht, Tickets zu kaufen, aber ich konnte nicht, weil der Verkaufsstand geschlossen war. Ich habe Screenshots von den Fahrzeiten der Züge gemacht und am nächsten Morgen sind wir zum Bahnhof gegangen. Und sie sagen uns, dass wir kein Ticket brauchen, weil die Evakuierung gratis ist für alle. Das war wirklich toll. Die Menschen der ukrainischen Bahn sind Helden. Sie haben alles getan, um die Menschen zu retten. Und laut den Fahrzeiten sollten die Züge um 14 Uhr losfahren. Aber vorher sind auch noch 2 andere Züge für die Evakuierung gefahren. Extra spezielle Züge. Das war wirklich toll. Where did the train take you? Wo hat der Zug Sie hingebracht? In Central Station in Kiew and after we. Am Hauptbahnhof in Kiew und danach sind wir nach Lviv gefahren. Und nach Lviv sind wir nach Uschgorod gefahren und nach Uschgorod nach Chop
und nach Job sind wir über die ungarische Grenze gekommen. Wie lange war die Reise? Das klingt sehr lang. Very long, yes, almost 2 days. Ja, es war sehr lang. Müssten 2 Tage gewesen sein, weil die fahrenden Züge in der Ukraine-Region sehr langsam fuhren, weil wir manchmal stehen mussten, zur Sicherheit. Und manchmal während der Fahrt konnten wir über uns die Flugzeuge fliegen sehen. Nach Lviv konnten wir dann schneller fahren. Nachdem wir die ungarische Grenze überquert sind, waren wir dort länger, vielleicht 10 Stunden. Ja, 10 Stunden. Und nach 10 Stunden Warten sind wir in Budapest angekommen und nach Budapest dann in Wien. Clarify all details. We arrived to Budapest and after Budapest to Vienna. Are you still in touch with? Sind Sie noch im Kontakt mit? Also ich nehme an, Sie sind noch im Kontakt mit Menschen in Kiew und Ihren Freunden und Menschen, die Sie dort kennen? Yes, of course. One of our friends stayed there in Kiev. Ja, natürlich. Ein Teil unserer Freunde sind in Kiew geblieben. Ein anderer Teil unserer Freunde wurden evakuiert und sind in verschiedenen Orten untergekommen. Aber ich weiß, dass jeder von ihnen alles tut, um der Ukraine zu helfen. Was sagen die Menschen in Kiew? Haben sie Angst? Von den Medien bekommt man den Eindruck, dass die Menschen in der Ukraine Helden sind und dass es viele Menschen gibt, die bereit sind zu kämpfen und mutig sind. Aber sie müssen ja auch schreckliche Angst haben. Ja, viele haben Angst, aber die Ukrainer sind Helden. Sie haben recht. Sie wollen ihr Land retten und das ist toll. Ich bewundere sie. Do you have any family? Haben Sie noch Familie in Kiew oder irgendwo in der Ukraine? No, I am with my brother now in Vienna. Nein, ich bin mit meinem Bruder jetzt in Wien und wir sind hier sicher. Wir versuchen der Ukraine zu helfen in jeder möglichen Art und Weise. What's your hope for the next? Was erhoffen Sie sich von den nächsten Wochen und Monaten? My hope that everything ends well and we start to. Ich hoffe, dass alles gut endet, dass wir all unsere Lieblingsstädte wieder aufbauen können und wir anfangen, an den Frieden zu glauben.